Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute spielen wir die Mixed-Staffel von Oberhof. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, denn ich habe vorher die Single-Mixed-Staffel aufgenommen. Und ja, ich will euch nicht spoilern. Ich sag mal so, die Aufnahme war besonders. Ob ich noch mehr dazu sagen will? Nein. Wir schauen uns das Ganze an, wie Chevalier Boucher hier die Null schießt. Wir haben uns für eine Dame, beziehungsweise ich habe mich für eine Dame entschieden. Und zur Présas Boucher. Présas Boucher aus dem einzigen Grund, weil ich vorher gesagt habe, okay, ich habe einen Mann genommen und jetzt nehme ich eine Frau. Und jetzt nehme ich auch eine Frau. Und mal gucken so ein bisschen auf, was die KI hier macht. Alle schießen Fehler. Alle. So. Da warten wir mal ein bisschen bis zu unserem Einsatz. Und ja, die mal 4, die machen wir auch bald mal zu normal 2. So, wir können uns ja hier einmal das Tempo relativ genüsslich anschauen. So, hier. Die letzte Runde wird dann wahrscheinlich circa so ablaufen. Und ab dem Männern sowieso so. So, aber jetzt wollen wir auch natürlich zu unserem Einsatz. Denn dafür nehme ich das Video auf und darauf wartet ihr hoffentlich schon. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Und wir haben hier eine gute Ausgangslage. Und unser Ziel wird es sein, auf die 1 zu laufen oder auf die 2 oder 3. Sprich, das Ganze zu behalten jetzt erstmal. Jemand davon ist Elvira Öberg. Werden wir wohl eher weniger schlagen, aber Denise Herrmann ist schlagbar auf jeden Fall. Die ist schlagbar und das hoffe ich, kann ich jetzt auch zeigen. Ja, hier der Berg, den läuft sie in der kompletten 1-1-Technik hoch. Wir können das anscheinend nicht. Aber wir sind schon so gut wie dran an Denise Herrmann. Mit Présas Boucher ist das natürlich auf der Loipe auch einfacher als mit wem anderes. Aber dafür kommen die Herausforderungen dann am Schießstand. Und wir laufen hier direkt mal an Denise Herrmann oder versuchen es zumindest an ihr vorbeizulaufen. Und es wird uns jetzt auch einfach das Ganze hier gelingen. Nein, sie nimmt auch die Kurve, relativ schlau. Will uns ja auch noch wegblocken. Nice. So. So, hier noch ein bisschen den Puls aufbauen. Der ist eigentlich auch schon wieder zu hoch. Ein bisschen chillen. Das kann ja witzig werden, mit dem Puls zu schießen. Naja, Herausforderung gestellt. Ja, und das ist die Null. Und damit gehen wir ziemlich zeitgleich mit Denise Herrmann hier aus dem Schießstand raus. Das sind ja eigentlich beides eher die starken Läuferinnen. Hier höher einzuschätzen als Denise Herrmann. Und das sollte eigentlich auch erstmal am ersten Berg ersichtlich werden. Aber die KI kann natürlich wieder den kompletten Berg in der 1-1-Technik hochlaufen. Ist ja klar. Ja, ist ja lächerlich. Ja, hier ein bisschen rausgeblockt worden. Nicht entscheidend, weil wir jetzt hier die Innenbahn nehmen. Und wir sind hier ziemlich zeitgleich. Jetzt hängen wir uns gerade ein bisschen in ihren Windschatten. Aber wir laufen hier innen vorbei und haben somit die 1. Da will die Denise Herrmann wieder an uns vorbei. Aber die Führung werden wir erstmal versuchen, nicht herzugeben. Und am besten hier am Berg sogar noch die Führung auszubauen. Okay, ihr merkt euch, das ist der Abschnitt-Eingang des Berges. Das sind 0,6 Sekunden, aber es ist auch schon wieder näher dran geführt. Läuft hier sogar an uns vorbei. Die hat stark Skier. Offensichtlich. So. Der Puls ist schon fast ein bisschen zu niedrig. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes. Und jetzt klappt es sehr, sehr gut mit Présas Boucher. Ich würde sagen, das ist souverän erstmal eine Führung. Die versuchen wir natürlich jetzt so weit wie möglich auszubauen.
Damit dann die Herren, die noch kommen, auf jeden Fall es nicht so schwer haben werden. Das sind 6,6 Sekunden und 10 Sekunden auf Reusland, das merken wir uns. Schauen uns dann an, wie viel das beim Exchange sind. 13,8. 14,1 haben wir noch einen Vorsprung auf andere. So, hier unten erstmal ein bisschen reinsprinten mit dem grünen Balken. Ja, wir konnten es auf Hermann ausbauen. Auf Reusland konnten wir auch 0,4 Sekunden ausbauen. Für Vira über konnten wir nichts ausbauen und auf Markete da wieder war 0,3 Sekunden. Ist besser als nichts. Und 7, 10,8, 13,6. Ja, einmal bitte merken. Marcel, muss ich ja jetzt hier dran setzen. So, mal gucken, wie viel es jetzt hier oben ist. Ja, Vorsprung. Der Rückstand werden wir wohl kaum haben. Ja, scheint gut. Scheint noch ein gutes Stück. Ja, könnten wir auf Hermann ausbauen. Auf Reusland auch sehr gut ausbauen. Auf Reusland sogar noch besser als auf Hermann. Sympathisch. Und hier unten raus natürlich nochmal alles geben. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, wie viel Rückstand wir auf die Deutschen haben. Okay, da konnten sie nochmal ein bisschen was gut machen, leider. Die Abfahrt ist uns anscheinend nicht ganz so gelungen. Und jetzt soll es natürlich Simon Détieu relativ weit bringen. Dieser Herr hier. Wer ist denn Václavik? So. So, schauen wir uns hier einmal die Kameraperspektive an. Man kann hier nämlich zwischen den Kameras ein bisschen switchen. So, bei dem Split sind die noch momentan alle. Und hier kommen. Hier kommt er zum ersten Schießen. Eigentlich ganz witzig hier mit dem Spiel. Mit den Kameras. So, er geht hier schon früh raus. Doll geht mit. Die müssen hier noch alle liegen bleiben. Nachsitzen für Johannes Nisbö. Potzloma kämpft um die Strafrunde. Muss aber nicht in die Strafrunde. Aber der Belarusse. Würde ich sagen, gehen wir mal hier zu der Zwischenzeit. Ja, das sind ja, ist auf jeden Fall ordentlich. So, hier sind noch ein paar Leute, die schießen. Schauen wir mal auf den ersten. Hier. Ja. Er ist auch schon wieder am Schießstand. Der schießt hier hinten. Er schießt noch weiter hinten. Und die Tür schießt auch die Null. Das ist ein sehr starkes. Das ist erstmal ein sehr starker Auftakt von den Deutschen. So. So, hier können wir auch ziemlich alles beobachten. Können ja einmal hier in die Richtung die Kamera drehen. Sind dann das. Ist eigentlich ganz witzig, das mit dem Spiel hier mit den Kameras. Hier sehen wir die Leute hochlaufen. Zum Wechsel kommen die Leute natürlich noch nicht. Und hier ist aber die Tür schon durch und ihr dürfte gleich schon beim Stadion ankommen. Genau, da vorne. Hier. Und dann ist es der erste Wechsel. Oder? Habe ich irgendwas verpasst? Viermal, okay. Das habe ich dann ein bisschen verpeilt, sorry dafür. So, schauen wir uns einmal hier das Ganze an. Hier die Wechsel. Hier kommen erst die mitfavorisierten Schweden. Und hier ist jetzt schon wieder Schießstand-Eingang. Und das heißt eigentlich, dass Fiumaye gleich beim Schießen sein sollte. Ah, ne, erst nochmal der erste hier. Der liegt auch gar nicht im Weg, der hier vorne. Und hier kommt dann auch schon der erste Franzose. Beziehungsweise der erste an sich. Das sind Franzose, Fiumaye. Auch er scheint hier die Null zu schießen. Und genau das tut er. Und damit scheint der Sieg ungefährdet. Die favorisierten Norweger sind ein bisschen weiter hinten. Latipov mit der Null. Kühl mit der Null. Und nachsitzen für beide Böe-Brüder. Kann Samuel jetzt hier nur mal was ausrichten? Ja, mit einer Null kann er auf jeden Fall nochmal die Leistung verbessern. So, schauen wir uns hier einmal den Latipov an.
Dann schauen wir uns hier Johannes Kühn an. Und das hier ist Johannes Hinnesbø. Da sind wir noch hinten dran, den Finnen. Wir können eigentlich direkt schon wieder zum ersten gehen. Er ist hier am Schießen. Mit einem Fehler. Macht die Tür aber noch nicht auf. Und das ist der Staffelsieg für Frankreich. Ich habe ja versprochen, die letzte Runde auf mal 1 zu machen. Und deshalb mache ich das jetzt hier auch. Der Tipphof natürlich vorne. Der Japaner ist eigentlich irrelevant. Und es könnte nun mal ein Kampf zwischen Deutschland und Norwegen werden. Gibt es sonst noch einen Kampf? Nein, scheint nicht so. Schauen wir uns einmal den Kampf hier an. Das sollte eigentlich für Kühn ausgehen, im Normalfall. So, vielleicht hier nochmal zwischen Seppalay und Kretschmer. Weil Seppalay hier 2 Fehler geschossen hat und jetzt sogar um die Strafrunde kämpft. Kretschmer schießt auch noch einen Fehler. Aber für Maillet kann hier in Ruhe den letzten Berg hochlaufen und läuft langsam Richtung Ziel. So. Und glatt, hier sehen wir im Ziel. Piumaye, den Gewinner. Das nervt ein bisschen. Lass mich mit der Kamera spielen. So, hier kommt der zweite im Ziel. So. Zack. Auch er kommt ins Ziel. Und hier der Kampf zwischen Platz 3 um Platz 3 gewinnt hier dann logischerweise Kühn. Hier der Schwede Samuelsson. So, wer läuft hier als nächstes an? Ist die Frage. Hier die ganzen Leute, die schon im Ziel sind. Die kommen alle noch. Hier schießen noch ein paar. Auch er hier kommt noch zum Schießen. So, jetzt kommt der Finne. So, hier beim Split sind schon einige. Das ist doch eigentlich auch der letzte Split. Ja. Und hier kommen auch nochmal Leute durch. So. Aber die Leute wollen alle noch mal zum Schießstand. Ich würde sagen, langsam wird es auch uninteressant. So. Welche Taste ist denn das? Z-Taste, okay. Ich teste noch ein paar Tasten aus, weil... Ah, das Ganze wird hier ausgeblendet. Das ist doch wundervoll. So. Das sind die besten. 1. Ach, okay. Wird auch die Maus ausgeblendet. So, hier. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.